Hallo, herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute richte ich endlich das Aquarium ein. Wie versprochen, nach den Methoden von Diana Wallstadt, also ohne CO2 und ohne Düngung. Und ich zeige euch natürlich auch gleich noch, was so ein bisschen die Besonderheiten dabei sind und was man vielleicht auch beachten muss, wenn man ein Aquarium so einrichtet. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Hier hatte ich ja das letzte Mal aufgehört, weil ich ja auch die Pflanzen bestimmen wollte. Dabei hat mir NSLG sehr geholfen. Dafür nochmal vielen Dank. Ich habe dann aber auch nochmal wasserflora.de angeschrieben und ihnen dieses Bild geschickt. Und sie waren so freundlich und haben mir die Namen der Pflanzen direkt hinein editiert. Ich packe euch aber die Namen trotzdem auch nochmal in die Videobeschreibung mit dem entsprechenden Link und noch ein paar anderen netten Informationen, damit ihr euch darüber näher informieren könnt, wenn ihr das möchtet. Eines der augenscheinlichsten Merkmale von Aquarien, die nach Diana Wallstadt eingerichtet sind, ist die Verwendung von Erde. Ich war jetzt nicht so mutig, in den Garten zu gehen und einfach ein bisschen was auszugraben. Und außerdem ist es heutzutage gar nicht mehr so einfach, ungedüngte und pestizidfreie Erde irgendwo zu finden. Deswegen habe ich auch einen Tipp von euch, auf diese Erde, die eigentlich für Teiche bestimmt ist, zurückgegriffen. Besonders hat mir gefallen, dass in dieser Erde sehr viel Ton eingearbeitet ist, der auch einige positive Eigenschaften mitbringt, um ein solches Aquarium erfolgreich betreiben zu können. Um aber das alles machen zu können, muss ich natürlich erstmal die Pflanzen, die ich ja da reingestellt hatte, zwecks Bestimmung mal wieder entfernen. Da habe ich ein bisschen Wasser abgelassen und die Pflanzen wieder rausgenommen und dann auch die Bünde aufgemacht und so weiter. Nachdem ich das gemacht hatte, konnte ich damit anfangen, die Erde reinzufüllen. Dazu soll noch gesagt werden, dass ich hier in fast 2 Metern Höhe arbeite, weil das hier in der obersten Reihe meines Aquariumregals verbaut ist. Das macht das Handling teilweise schon ein bisschen kompliziert und ich bitte euch da einfach Entschuldigung, wenn manche Einstellungen vielleicht nicht so günstig rüberkommen. Jetzt sieht man auch, warum diese Art Aquarium im Englischen auch gerne mal als Dirt Aquarium, also Dreck Aquarium bezeichnet wird. Aber mein High Advanced Aquascaping Malerspachtel Set für 5 Euro aus dem Aldi hat doch recht gute Dienste dabei geleistet, das ganze Chaos zu bändigen. Ein bisschen muss man allerdings schon aufpassen, da die Dinger aus Metall sind und man sich natürlich nicht die Scheibe zerkratzen will, was dann, wenn man nicht aufpasst, schon mal schnell passieren kann. Kann auch mit dem Aquascaping Set genauso passieren, ist ja auch aus Metall. Angeschrebt habe ich jetzt hier eine Höhe von vorne so 1,5 cm und hinter den Steinen 4 cm, damit ich dann am Ende auf insgesamt 8 cm komme. Vorne habe ich den Dreck so ein bisschen zurückgeschoben, weil ich keine so dunkle Kante haben wollte. Und am Rand habe ich das genauso gemacht. Dann habe ich einfach mal mit einem Zollstock nachgemessen, ob die gewünschte Höhe erreicht worden ist. Wie man hier schön sieht, vorne 1,5 und hinten so circa 4 cm. Die hohe Tiefe ist ja gewünscht, um möglichst viele anaerobe Bereiche zu erzeugen. Hier habe ich jetzt noch die Dreck ein bisschen von den Steinen wieder runtergespült und auch den ganzen Schmodder so ein bisschen gerade gezogen, bevor ich dann den Kies eingefüllt habe. Ich habe dann einen Kies genommen, der eine Körnung hat von 1 bis 3 mm und relativ dunkel ist. Für meinen Geschmack hätte er ruhig noch ein bisschen dunkler sein können. Welchen ich genau verwendet habe, findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Wichtig ist halt, dass man diese Erdschicht dann ein bisschen abdeckt und dafür auch nicht zu feinen Kies benutzt. Denn wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist ja hier das Entstehen von anaeroben Bereichen gewollt. Warum ist das so? Weil hier auch CO2 entsteht. Oft hört man aber, dass man das vermeiden soll, was auch nicht falsch ist, weil hier eben auch Schwefelwasserstoff entstehen kann und der ist ziemlich giftig für die Fische. Das Problem ist aber, dass der während er aufsteigt schon wieder durch die sauerstoffreichere Kiesschicht soll oder muss, ja logischerweise dann,
Und dann eben so die Theorie schon wieder umgewandelt wird in für die Fische ungiftige Stoffe. Ob das dann also funktioniert, könnt ihr, wie gesagt, bei mir hier sowieso verfolgen. Also unbedingt abonnieren und nicht vergessen, auch diese komische Glocke da anzuklicken, damit ihr auch erinnert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Nachdem ich dann den Kies so halbwegs drin hatte, habe ich dann diese Schieferplatte vorne wieder reingelegt und angefangen, Wasser aufzufüllen. Dabei hilft so eine Platte ziemlich, wenn man sowas jetzt nicht sowieso in der Deko hat, dann kann man natürlich einfach einen Teller reinstellen und dann langsam das Wasser auffüllen, was ich fand, ganz gut funktioniert hat. Trotz der Empfehlung, den Kies zu waschen, habe ich das nicht getan, sondern den so reingefüllt, wie er ist. So wird es auch von Diana Wallstadt empfohlen. Dem ein oder anderen aufmerksamen Beobachter ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich keine Heizung mehr im Aquarium habe. Ich habe das einfach ausprobiert und dank der Isolation in Kombination mit der Wärmeentwicklung der Filterpumpe und natürlich auch der etwas wärmer werdenden Lampe, die ja keine LED-Lampe ist, sondern eine normale Leuchtstoffröhre mit 15 Watt und natürlich auch der dort stattfindenden Reflexion, ja nicht nur des Lichtes, sondern auch der Wärmestrahlung dank dieser Alufolie, die ich da eingebaut habe, komme ich auf stabile 27 Grad, ganz ohne Heizung. Das Wasser habe ich aber zunächst nur mal ein paar Zentimeter aufgefüllt, da ich zunächst mit den Vordergrundpflanzen mit der Bepflanzung anfangen wollte und auch schon mal so gucken, wie viel Dreck da eigentlich so aufgewühlt wird bei dieser ganzen Pflanzerei. Und dann auch noch mit ungewaschenem Kies und diesem ganzen Dreck darunter, da war es einfach schwierig für mich abzuschätzen, wie gut oder schlecht das wohl funktioniert. Beim Pflanzen habe ich dann aber schon ein echtes Aquascaper-Tool eingesetzt, nämlich meine große Pinzette von JBL. Die habe ich dann einfach so genommen und dann habe ich geguckt, wie sich das so alles anlässt. Und ich muss sagen, das ging wirklich gut, auch mit dieser Kiessorte ließen sich die Pflanzen wirklich gut einsetzen. Und zu meinem Erstaunen hielten sich auch die Wassertrübungen und der aufgewühlte Dreck sehr in Grenzen. Bevor ich dann diese Mauritius-Graspflanze einpflanzen konnte, habe ich mich dazu durchgerungen, die so weit wie es geht zu vereinzeln. Manche Aquascaper, die empfehlen ja da so eine Dreistart-Methode. Die habe ich jetzt nicht gemacht. Erstmal wollte ich jetzt nicht da ein paar Wochen warten, bis ich irgendwie mal was mit dem Aquarium anfangen kann. Und dann hilft diese Methode zwar bei der Bildung stärkerer Wurzeln, aber natürlich sterben dann auch erstmal alle Pflanzenblätter ab, weil die sich dann auf diesen Submersen, also Unterwasserwuchs, wieder umstellen müssen. Und das wollte ich einfach nicht jetzt machen für das Projekt. Und deswegen habe ich die dann so einzeln eingesetzt, hat ein bisschen länger gedauert. Aber man sieht, man hat schon gleich am Anfang einen kleinen Rasen im Aquarium. Da nun jede Einzelpflanze genug Raum hat, wieder Ableger zu bilden, sollte der theoretisch zumindest schneller schön dicht werden. Auch die Stängelpflanzen habe ich einzeln eingesetzt und hier hinten rechts mit diesem brasilianischen Wassernabel angefangen. Wenn es nötig war, habe ich diese angegämmelten Enden bis hin zum ersten Knotenpunkt entfernt, weil da theoretisch zumindest die Wurzeln rauskommen sollten. Aber irgendwie fand ich das da doch nicht so toll mit diesem halbvollen Aquarium, da man sich aufgrund der Tatsache, dass die Stängelpflanzen dann so gelegen sind, nicht so wirklich gut vorstellen konnte, wie das dann aussieht. Und auch die Platzierung fiel mir persönlich so nicht so leicht. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, doch das Aquarium noch ein bisschen mehr aufzufüllen. Dadurch ging das restliche Einpflanzen dann doch recht zügig. Und hier sieht man schon, wie ich noch so ein paar Pflanzenreste, die halt hochgeschwommen sind, einfach ein bisschen abfische und somit das Aquarium schon fertig gepflanzt ist. Oder sagen wir mal, fast fertig. Das Setting, wie man jetzt hier sieht, hat alles zusammen nicht mal 100 Euro gekostet. Das heißt also, ich habe ein kleines Aquarium eingerichtet, das ein großes Potenzial hat, sich gut zu entwickeln, wenig kostet und hoffentlich auch relativ wenig Arbeit macht. Aber wie gesagt, das könnt ihr ja, wenn ihr abonniert und mal reinschaut, bei mir dann verfolgen, ob das so funktioniert.
Jetzt möchte ich noch so ein paar Sachen sagen zu den Besonderheiten bei der Auswahl der Pflanzen und überhaupt für dieses Setting. Bevorzugt werden hier schnell wachsende Pflanzen eingesetzt, Pflanzen, die Luftkontakt haben, also Pflanzen, die aus dem Aquarium herauswachsen können oder an der Wasseroberfläche entlang wachsen, und Pflanzen, die sehr viel Nährstoffe aus den Wurzeln ziehen oder mit ihren Wurzeln ziehen. Und das hat auch ganz gut geklappt, obwohl ich ja dieses Pflanzenset bestellt habe, bei dem ich nicht die Auswahl hatte, hat es doch ganz gut geklappt. Also die Pflanzen, die da geliefert haben, das haut schon hin. Und vor allem für nicht mal ganz 11 Euro so viele Pflanzen ist schon kein schlechtes Ding, würde ich mal sagen. Was eben auch wichtig ist, dass man am Anfang schon ziemlich stark bepflanzt. Denn dadurch werden diese ganzen biologischen Startschwierigkeiten, die viele Aquarien gerne mal haben, deutlich reduziert. Auch kommen hier Pflanzen zum Einsatz, die schon als Wasserpflanzen großgezogen wurden. Also diesen Umstellungsprozess von Überwasserwachstum auf Unterwasserblätter nicht bewerkstelligen müssen und somit sozusagen ohne Startschwierigkeiten sofort zum Abbau von Schadstoffen etc. zur Verfügung stehen. Somit helfen die Pflanzen und natürlich auch dieser spezielle Bodengrund dabei, das ganze Aquarium sozusagen zu einem Filter zu machen, der für so ein Becken eigentlich viel zu kleine Filter dient jetzt nur noch vorwiegend dazu, das Wasser zu bewegen und die Schwebteilchen zu entfernen. Ich habe ihm aber dennoch ein bisschen mit Bioquävel gepimpt und auch noch ein paar Starterbakterien reingemacht. Die Gelbälle kennt ihr ja aus anderen Videos von mir. Leider haben die Aufnahmen von dem Filterpimpen leider nicht so ganz funktioniert. Macht aber auch nichts, ist ja hier nicht der Schwerpunkt. Und da gibt es ja genug andere Videos von mir, wo ich das gemacht habe. Laut Diana Wallstadt hätte ich das nicht machen müssen, da ja in diesem Bodengrund, der ja nicht steril ist, sondern normale Erde, schon ausreichend Bakterien drin sind und somit die Einfachphase, wie man sie sonst klassischerweise benötigt, schon nach einem Tag sozusagen abgeschlossen ist und ich auch jetzt schon Fische einsetzen kann. Denn diese Aufnahmen, die ihr jetzt gerade seht, sind schon einen Tag später. Da habe ich nur noch mal ein bisschen Scheibe geputzt, ein bisschen Pflanzen abgefischt und auch ein paar einzelne, die so ein bisschen sich gelöst hatten, wieder neu gesetzt. Das waren aber relativ wenige und dafür, dass ich sowas hier auch nicht jeden Tag mache, war ich eigentlich ganz zufrieden, wie das Ganze funktioniert hat. Nun habe ich die ersten Fische reingesetzt, dabei habe ich auf Panzerwäsche zurückgegriffen. Erstmal habe ich da temporär eine neue Behausung gesucht, also die bleiben hier nicht auf Dauer drin. Und zum anderen sind sie neben Labyrinthfischen ein ziemlich idealer Erstbesatz, da wenn doch jetzt noch irgendwas schief gehen sollte, wieder erwarten, sie in der Lage sind, atmosphärische Luft zu atmen, also praktisch sich in so ein Nitritpick nur dadurch zeigen würde, dass sie öfters zur Oberfläche schwimmen, um Luft zu holen. Dadurch, dass es ja Bodenbewohner sind, haben die halt dieses Organ, da dort auch in der Natur oft sehr sauerstoffarme Bedingungen herrschen. Außerdem habe ich einige Pflanzen aus anderen Aquarien von mir reingesetzt, die dort nicht vernünftig gewachsen sind bzw. noch sehr klein sind. Wie die rote Lotus in der Mitte. Eine Woche später scheint es den Panzerwelten zumindest noch ziemlich gut zu gehen. Und auch einige Pflanzen zeigen schon, dass es ihnen in dem neuen Aquarium scheinbar recht gut gefällt. So hat sich die rote Lotus schon ein bisschen aufgerichtet und die Amazonas-Zwergschwertpflanzen haben sogar schon Ableger geschoben. Auch die kleine Rotala und die kleine Ambulia rechts daneben haben schon neue Blätter bekommen. Andere Pflanzen brauchen offensichtlich noch etwas länger, um sich zu erholen, oder vielleicht schaffen sie es auch nicht. Das werden wir ja dann sehen. Also ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, wie das sich hier weiterentwickelt. Wenn ihr da dabei sein wollt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und als nächstes geht es natürlich auch darum, was wir hier für Fische reinsetzen wollen. Oder
Garnelen kann man natürlich auch einsetzen und Schnecken. Habe ich zum Beispiel auch keine gesehen bei den Pflanzen bis jetzt. Für den Besatz würde ich mich sehr über eure Vorschläge in den Kommentaren freuen. Ansonsten habe ich natürlich noch jede Menge weitere Experimente geplant. Zum Beispiel werde ich jetzt demnächst auch mal die ganzen Wasserwerte messen und euch dann geben natürlich. Und auch sonst habe ich noch jede Menge weitere interessante Experimente für dieses, aber auch meine anderen Aquarien geplant. Wenn euch das Video heute gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.